Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Tactics Advance für den Game Boy Advance. Im letzten Part haben wir ein neues Totema erhalten. Ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, wie es heißt. Ich glaube, das war Exodus. Ich weiß es aber nicht mehr. Und wollen jetzt mal in der Taverne vorbeischauen, was es hier so an neuen Gerüchten gibt. Denn da gibt es jetzt auf jeden Fall mindestens eins. Genau, Richter alleine nämlich. Richter werden unabhängig. Gestern hat Meister Richter Cid verkündet, dass das Rechtssystem künftig unabhängig vom Palast operiert. Das macht das Rechtssystem zu einer neutralen Partei, frei von der Politik des Palastes. Die Entscheidung wurde mit Zustimmung der Königin getroffen. Und Borzois Plan. Was hat Borzoi vor? Warum hindert Clan Borzoi Händler am Kommen und Gehen? Man sollte denken, dass sie selbst darunter leiden, wenn die Regale in den Läden leer sind. So, ansonsten keine neuen Gerüchte. Okay. Schauen wir doch mal nach Missionen. So, die Jera-Wüste, die Jiro-Wüste, wie auch immer, soll befreit werden. Machen wir doch mal. Und zwar macht das Hallo? Könnte hier mal einer hüpfen, bitte? Nee? Da ist er. Schicke ich da mal Green hin. Der schafft das schon. So. Hoffe ich zumindest. Na, mal gucken. So, Nupswald-Basis. Wir haben ein Borzoi-Lager im Nupswald entdeckt. Hilf uns, dieses Übel an der Wurzel zu greifen. Sprung-Stadtwache. Jo. Machen wir doch. So. Planausbruch. Das ist auch wieder ein Gefecht. Okay. Oh, ein Ketzerzepter, das klingt gut. Nahe unseres Lagers gab es einen Ausbruch von Flans. Sie fressen alle Bäume und kosten uns unseren Job. Hilfe! Ja, als Holzfäller. Okay. Nehmen wir auch. Was haben wir sonst noch? Adamant-Legierung. Mir fehlt das zweite Adamantit. Okay, Rundbassweise habe ich auch nicht. So, hier brauchen wir Zodiac-Erz. Habe ich noch gar keins. Okay. So, das habe ich auch nicht. Das weiß ich. Mikrosit-Legierung habe ich nicht. Ich denke nicht, dass ich das habe. Nee. Unsterblichkeit. Eine Tonberry-Lampe habe ich auch nicht. Leider. Mann, Alchemisten habe ich nicht. Wörterbuch habe ich auch nicht. Was zum Teufel, ey. Verbrochenes Schwert? Nee. Wow. Ich habe ja mal gar nichts. Mist. Naja. Okay, und der Nupswald war dort. Okay. Was ist mit dem Meisterrichter los? Der Palast und die Richter, den Palast und die Richter zu trennen. Also, du scheinst betrübt. Der sieht doch gut für die Clans, oder? Ich denke schon. Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was dies alles bedeutet. Das bedeutet, dass die Richter jetzt neutral sind. Keine Marionetten des Palastes mehr. Seltsam, dass sie ihn einfach haben gehen lassen. Ich habe gehört, dass er einfach so gegangen ist. Ihre Majestät muss außer sich sein. Mehr der König als mehr der Prinz als die Königin. Er soll ausgeflippt sein. Mute. Tja. Mute, wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Ich werde immer für dich da sein. Meister Cid, werdet ihr wirklich den Palast verlassen? Bitte bleibt bei uns. Bleibt beim Prinz, ich flehe euch an. Ruhe, Babus. Papa sagt, dass er geht, also lass ihn. Er kann tun, was er will, mich kümmert es nicht. Babus, du bist ein guter Freund für Mute. Meister Cid. Ich brauch keinen Papa, ich brauch keinen. Besonders keinen wie ihn. Mama.
Also, du gehst also? Ja. Dies ist der Junge, von dem ich sprach. Er hat sich gemacht. Er ist jetzt stärker als du. Er wird dein Nachfolger. Es ist nicht nett von Papa, dich so zu verlassen. Ist mir egal. Ich hab noch dich, Mama. Du wirst nicht auch gehen, oder? Bitte geh nicht. Keine Sorge, Milut. Ich werde immer bei dir bleiben. Euer Hoheit, dieser Junge. Er ist Ledna. Er ist Mutes neuer Diener. Ledna, dies ist Mute. Du beschützt ihn jetzt, wo der Meisterrichter weg ist. Ich bin Ned Lord Twem. Es ist meine Ehre, dir zu dienen. Du hast ihn für mich hergebracht. Danke, Mama. Meister Sid? So, oh, jetzt dürfen wir den Uladon-Sumpf platzieren. Ein Sumpf ist immer hier in Wassernähe. Da. So. Und trotzdem möchte ich gerne hier rüber, um zum Nupswald zu gelangen. So, viel Vater ging flott, sehr schön. Und wir kriegen einen Bombenpanzer und einen Rächer. Perfekt. Und weiße Fänge. Wow. Alles auf einmal hier. Und neue Einheit. Ja, nur eine Weißmagierin. Nee. Danke, ich brauch dich nicht. Tut mir leid. So, Nupswaldbasis. Wollen wir doch mal hier Clan Borzoi nochmal auf den Hintern geben. So, Zeitmagie, Wind und Gewehrschütze verboten. Okay. Mont Blanc. Sabatini, Marisa und ja kommt Carlos. So, okay. Denke mal, das passt. Los geht's. Du bist kein Borzoi. Was machst du hier? Naja. Euch vermöbeln. Also das ist zumindest der Plan. Und dafür habe ich ganz coole Fähigkeiten. Zum Beispiel letzter Atem. Hier, guck ihn. Zack. Das war's mit eurem Weißmagier. Tja, 2 Erfahrungspunkte. Wow. Die Mission hätte ich auch schon vor langer, langer Zeit machen können. Naja. Ist halt so. So, hier. Frisst mal ein bisschen Heilung. Einfach damit du ein Level abbekommst. Quatsch, damit Sabatini ein bisschen Erfahrung bekommt. So rum. So, dann hätte ich gern einmal einen Luftreißer. Hier, friss das Ding, ey. Danke. Vielen Dank fürs Fressen. So, Hijad. Er hat Schaden und Festsetzen. Okay. Oh, Doppelzauber. No. Okay, das könnte schmerzhaft werden. Nummer 1 und Nummer 2. Okay, der ging daneben. Aber wenn beide getroffen hätten, das wäre echt Schaden gewesen. Wow. Naja. Naja. So, und Blitz ist empfohlen, ne?
Von daher hauen wir hier doch mal ein fettes Blitzra rauf. So. Na bitte, Level Up für Mont Blanc, mehr wollte ich gar nicht. Wobei an sich ein Level Up für Carlos wäre noch eine ganz coole Idee. Wir brauchen nur noch 2 Erfahrungen. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Moment. Ich habe doch sicherlich irgendein Heil-Item gegen ein Questsetzen, oder? Heilfestsetzung und Kampf und Weg. Na bitte. Ach, ich komme nicht ran, ehrlich. Meine Güte. Hier. Dann halt so. Bitte schön. Friss ein Pflaster. Okay. So, dann haust du auch nochmal ein Vita hier in die Runde. Um da nochmal ein bisschen Erfahrung abzustauben. So. Und dann haust du mal bitte. Okay, eine Luftreißer passt nicht, aber eine Fernfaust passt. Dorthin. Und erledigst sie bitte. Dankeschön. Sehr gut. Level Up für Carlos. Perfekt. Ist er jetzt auch Level 16? Sehr schön. Mami! Oh nein, das kann nicht sein. Tut mir leid, Bosch. Tja. Das war's. Mir tut's leid, dass ich euch so vernichtend besiegen musste. Das war gelogen. Tut mir gar nicht leid. Naja. So, das Problem ist, wo war die andere Mission, die ich machen sollte? Der Flan-Ausbruch. Steht hier nämlich nicht wirklich was zu. Aber ich vermute, es wird in irgendeinem Wald sein. Also gehen wir mal hier in den Koringwald. Gucken da mal nach. Nee. Dann im Salika-Wald. Ah. Na bitte. Gut, aber ich meine, wenn von einem Wald die Rede ist, ne? So viel kann es ja nicht sein. So, was haben wir hier? Talente verboten. Messer verboten, Einkreisen verboten. Ach, schade. Na gut. So, Sabatini. Du kommst wieder mit. Marisa kommt wieder mit, auch wenn sie ihre Einkreisentalente nicht nutzen darf. Dann nehmen wir Delphine mal noch mit. So. Ja. Ich würde sagen, Ever, damit der auch mal wieder was macht. Ubar kommt noch mit. Und Lutia. So. Okay. Ich habe Flames auf den Gruppen gesehen. Jetzt schon. Hat eine Aussage, ich habe Pflanzen noch nie gucken gesehen. Naja. So, wir rennen einmal hier runter. Und hauen da mal volle Kanne drauf. Wir machen zwar nur einen Schaden. Aber, darum geht es jetzt gerade auch nicht. Es geht hier jetzt eher um die scheiße viel Erfahrung, die wir dadurch bekommen. What the fuck, was haben die für ein Level? Viel. Okay. Nice. Nice. Ich kann hier theoretisch so viel Erfahrung kriegen. Böse. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr.
Okay. Dann, hier. Berserkerwut. Wobei, nee, Moment, hier. Bin dann auf den da. So. Wenn der blaue Flan plötzlich rot wird. Aber ganz ehrlich, das ist so eine geile Mission zum, zum Leveln. Und, pass auf, Doppelschuss, damit ich hier jetzt nämlich zwei Schaden gegen das Viech mache, statt einem. Ja. Na gut, oder nicht, weil er ausweicht. Auch in Ordnung, Mann. So. Und mal wieder mal eine Feuerpeitsche auf das Viech setzen. Und mal wirklich Schaden machen. Hm. Blöd. Wobei, du gehst mal darüber. So. Kontrolle, Flan. Wer da? So, 50-50 Chance. Komm schon, Sabatini, das kriegst du hin. Ja, na bitte. Wusste ich's doch. So, Level up. Alter. Das ist so böse, ne? Das ist so böse hier. Okay. Dann gehst du mal dorthin. Frost. Scheiße, ich habe meinen Weißmagier, meinen Blaumagier nicht dabei. Wobei, ich könnte noch gar nicht mitnehmen. Zotel war, stand ja gar nicht zur Verfügung. Okay, dann geht das noch. So, hier, erstmal ein Eis rauf, das Viech. So, perfekt. Da sammle ich jetzt zwar keine Richterpunkte, aber das ist mir auch egal. Ein Magma-Flan, aha. Okay. Meinetwegen. Holy shit. Dieses Blitzgar tut weh, wenn es trifft. Und es trifft auch. Beide. Autsch. Aua. Das ist schmerzhaft. So, du greifst nur physisch an, weil da habe ich Berserkerwut drauf. Deswegen ist mir das noch relativ egal. Wie gesagt, relativ. Aber aua. Das tut so ein bisschen weh. Ah, naja. Macht ihr halt mal, ne? Autsch. Autschen. Das ist gerade echt scheiße. Hm. Okay. Hm. Ganz ehrlich, ich hau hier erstmal ein Totema raus. Ist auch wieder MP-Schaden. Oh. Wobei, die sind auf ihre MP angewiesen, um ordentlich Schaden zu machen. Von daher passt das. Machen wir doch mal MP-Schaden auf alle. Jo, perfekt. Und Level up. Alter. Gut, ich meine, ich bin ja auch selbst ein bisschen mit Schuld, dass es hier gerade so scheiße läuft, weil ich hätte ja auch wirklich, als ich gesehen habe, es geht gegen Flans, irgendeinen Schwarzmagier noch mitnehmen können. Also, in dem Fall dann Mont Blanc. Hätte ich machen können, hätte ich auch machen sollen eigentlich. Aber naja. Jetzt ist es so.
Nehmen wir mit Leben. Aber ehrlich, obwohl das... Ja, es ist eine physische Attacke. Pflanzen sind resistent gegen physische Attacken. Gut, ja. So ist es halt. So, kriege ich dich nochmal kontrolliert. Bin ich auf jeden Fall voll Knorke. Perfekt. So muss das. So muss das. Ich sehe gerade, ich habe mich auch schon wieder perfekt positioniert. So dass ich auch wunderschön von einem Feuerrad, das gegen alle geht, getroffen werde. Naja. Erstmal hauen wir den hier weg. Weil der hat mir zu viel Schaden gemacht mit seinem Blitzgar. Danke sehr. So. Du bist mein Lieblingsflan. Du machst keine Scheiße. So, ja, und du wirst jetzt dort in die Mitte den Vollgas setzen. Sage ich ja. Nee, das war dumm. Das war richtig dumm. Aber naja, für einige gilt das als Angriff von vorne, von daher. Ja. Zumindest eine wurde nicht getroffen, immerhin. So. Dann gehst du mal hier hin. Und zielst mal bitte auf den nicht vorhandenen Arm. Um das Viech kampfunfähig zu machen. Gut, war irgendwo abzusehen. Man kann es ja trotzdem mal versuchen. So, du bewegst dich mal bitte ein Stück hier hin. So. Und nutzt dann Luftschimmer. Ja. Luftschimmer. So. Um ihn zu blenden, damit er nicht zu sehr trifft. Okay. So. Das Problem ist, ich kann hier noch ich kann hier sein Totema noch nicht raushauen. Weil ich hier noch zwei besiegte Einheiten habe und die will ich an sich nicht verlieren. Also, nö. Na komm. Hau mal hier einfach was raus. So. Ein bisschen Erfahrung sammeln. Oh, cool. Ich muss eigentlich erstmal versuchen, ihn hier weiter zu kontrollieren. Weil ansonsten habe ich so ein bisschen Arschkarte. Sonst habe ich hier nämlich tatsächlich nochmal einen Gegner, scheiße, der angreifen kann. Und das ist doof, wollte ich gerade noch sagen. Naja. Jo. Das läuft gerade mal gar nicht so wie geplant. Ah, da heilst du jetzt natürlich wieder. Toll. Super. Und nur weil ich hier, weil ich hier niemanden dabei habe, der das verhindern kann. Hm. Toll, Mensch. Nee, hast du nicht. So, dann machen wir hier nochmal einen Zielarme. Mal gucken, ob wir den hier kampfunfähig kriegen. Ja, perfekt. Okay. So, du wirst hoffentlich sowieso nicht mehr treffen.
19%. Okay. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, was das angeht. Ja. Okay. Das war schon mal gut. So. Ich würde sagen, du bewegst dich erstmal hier hin, um den da noch auszuschalten. Die Folge ist schon wieder so lang, ne? Da. So. Okay, dann haben wir das ja. Dann haben wir das erstmal. Sehr gut. So, er kann wieder agieren, das ist ein bisschen scheiße. Aber er kann sowieso nicht zaubern, sondern nur physisch angreifen. Und ja, das passt. Das ist okay. So. Du wartest jetzt einfach mal. Okay. Du haust einen Engel raus auf Marisa. Denn Marisa kann Items einsetzen. So. Okay. Wir kommen der Sache gerade wieder. Wir kommen gerade wieder in Bereiche, die ich annehmbar finde. Ich hätte aufs Level gucken sollen. Ganz ehrlich. Weil dann hätte ich so einen Scheiß nicht gemacht. Naja. So, dann hier mal eine Verdunklung noch mit drauf. Damit, wenn er dann wieder agieren kann. Na, schade. Dass er nicht trifft. War jetzt zumindest so der Plan, aber hat nicht ganz funktioniert. Eigentlich schade, aber naja. So. Dann gehst du mal hier rüber. So. Und schmeißt mal eine Phönixfeder. So. Okay. Läuft doch. Läuft doch. Und jetzt komm, egal, hauen wir einfach nochmal drauf, damit er nochmal ein Level Up bekommt. Ich glaube, das sollte zum Level Up reichen, oder? Und 20? Nee, schade. Naja. Fast. Fast reicht mir in dem Zusammenhang auch. So, Feuerpeitsche. Voll rauf da. So. Okay. Ich kann nochmal versuchen, den hier zu kontrollieren. Würde Sabatini nochmal ordentlich Erfahrungspunkte bringen. Oh, sehr schön. Sehr, sehr nice. So, ja, Talent kann eh nichts machen. Also nichts Sinnvolles. Oh, außer sie angreifen und umnieten. Ach man, Kacke. Das habe ich nicht bedacht. Dass sie ein bisschen wenig HP hat. Okay. Du wartest mal auch ganz einfach. Genauso wie du. Komm, egal. So. Schmeißen wir hier nochmal eine Phönixfeder hin. Ups. Hier wollte ich. So. Und dann kommt gleich Adramelech und der sollte dann eigentlich ausreichen. Hoffe ich. Hoffe ich sehr.
So, du machst einfach mal nichts. So, dann schauen wir doch mal. Oder war Adramelech auch wieder MP-Schaden? Scheiße, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das war nur MP-Schaden, ne? Oh, das war physischer Schaden. Okay, dann reicht das natürlich nicht. Wow. Einfach nur wow. Mann, krieg grad das Kotzen. Krieg grad das Kotzen aufgrund meiner eigenen Dummheit. Naja. So, hier mal eine Feuerbombe rauf. So. Oh. Passiert nichts. Schade. Naja. So. Ab, hoch da. Und eine Feuerpeitsche nochmal. Hier. Friss das. Okay. Ich mach die Mission jetzt hier noch zu Ende, ne? Auch wenn die Folge jetzt wieder Ewigkeiten lang wird, ist mir egal. Ist mir vollkommen Wumpe. So, du versuchst mal immer schön weiter hier den Flan kontrolliert zu lassen, damit er keine Scheiße baut. Sehr schön. So. Dann gucken wir doch mal, ob man so einen Pudding auch vergiftet bekommt, ne? Beso Toxico. So. Wollte jetzt zumindest gerade nicht. Schade eigentlich. So, leider kann ich ihre Einkreisen-Fähigkeit nicht nutzen. Naja. Ist egal. Und wir einfach so rauf. Gibt Erfahrung. So. Perfekt. Er kann wieder agieren, das ist mir aber egal. So. Ab. Und wenn wir schon einkreisen, dann richtig. wenn wir schon nicht einkreisen dürfen, so rum, dann kreisen wir halt eben so ein. Habe ich auch kein Problem mit. So, dann nochmal Kontrolle über den Flan übernehmen. Bitte. Bitte, bitte. Nee, scheiße. Das ist gerade doof. Komm. Jetzt aber die Feuerbombe. Bitte. Dann könntest du, dann könnt ihr nur noch physisch angreifen. Das wäre sehr praktisch. Ja, geht doch. Et geht doch. So, und du kommst dann mal hier hin, damit er auch da lang nicht abhauen kann. Ich weiß gar nicht, ob es theoretisch könnte, aber, ne? Sicher ist sicher. So. Okay. Sehr gut. Also das ist jetzt echt eine Mission, wo wir Level ohne Ende gesammelt haben. Wir versuchen es nochmal mit dem Gift. Wie wär's? So. Sehr schön. Da kam auch schon das Gift. Nice. So, und dann einfach alle nochmal raufhauen. Zack. Alle dadurch nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte absahen. Die Idee finde ich eigentlich ziemlich cool. Warten wollte ich jetzt hier eigentlich nicht. Aber gut. Null Prozent? Was? Warum? Achso, wahrscheinlich, weil er im Tobsucht-Zustand ist. Also Berserker. Heißt das ja hier. So, Weißmagie, Vitra. Bitte sehr. Heilen wir mal kurz. So.
Yay, Level Up. So, hier auch nochmal raufhauen. Zack. Sehr gut. Dann haust du nochmal mit rauf. Zack. Ach, schön. Läuft doch gerade. Dann schießt du nochmal mit rauf. Alle kriegen sie Erfahrung ohne Ende. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So. Und dann hab's, Feuerpeitsche zum Finish. Brems. So. Na bitte. Oh Mann. Ich muss den Grund dieser Plage herausfinden. Mission accomplished. Endlich. Endlich. Ich meine, ich könnte das hier schon fast in zwei Parts aufsplitten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich doof. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von. So. Hey, Breen, na? Oh, stimmt, das Elst-Schwert und Excalibur kriegen wir hier noch. Wow. Nice. Sehr schön. Okay. Da fällt mir gerade ein. Moment. Ein Muscadet. Hab ich ja auch die. Ah, sehr schön. Adamantit bekommen. Nice. Pulli-Schmarde. Aha. Na, meinetwegen. In Muscadet. Bin ich ja noch gar nicht zur Schatzjagd gekommen. So. Ein Zauberhut. Ja. Das ist doch praktisch. Und wo wir jetzt gerade mal noch dabei sind, bevor ich es vergesse, habe ich hier noch. Nee. Shit. Natürlich ist die Mission, wo ich die zwei Adamantit brauche, die ich jetzt habe, nicht mehr da. Naja. Gut, dann schauen wir uns aber hier bei den Missionen im nächsten Part noch ein bisschen genauer um. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.